Herzlich willkommen, moin moin, die Leute, seid gegrüßt, neue Runde, LS22 natürlich noch, für sich schon Marsch. Und weiter geht's. Einmal müssen wir Paletten hier rübertragen, damit die Hühner hier auch wieder ihre, die Eier in die richtige Palette reinschmeißen. Dann haben wir jetzt gleich 5 Stück, das wären dann irgendwann mal 50.000. Von den praktischen Eierpaletten Sammelboxen, ne? So, Juni 1 mittags. Ich habe hier jetzt ein bisschen in der letzten Folge, ne, habt ihr ganz gesehen, ein bisschen Terraforming gemacht, da ist da drüben wirklich ein offizieller Stellplatz, nicht mehr immer auf dem was parken, sondern ne, mit Kies ausgebessertem Stellplatz für die Anhänger, die nicht immer ständig irgendwie in der Halle geparkt werden, weil man muss ja nicht immer alles in die Halle. So, ist eigentlich mit unserem Misthaufen. Der sieht ganz gut gefüllt aus. 113.000 immerhin. Fenster hier sortieren. So. Na, ja, das sieht doch schon viel stimmiger aus. Passiert bei der leeren Holzkiste eigentlich nichts? Ach ja, ich meine, gut, das ist so wenig in der Produktion, weil natürlich Kürbis auf alle aufgeteilt wird. Ne? Also die unser Gewächshaus. Fischer ist repariert. Den weiß ich gar nicht genau wieder, wenn, wo überhaupt. Brocken auf 68. Das ist ein größeres Feld, ne? Aber in der Region wollte ich jetzt noch nicht ein Feld kaufen. Sonst sind nur Ballenpressmissionen. Man kann natürlich mal neue Verträge sagen. Oder man kann sagen, einmal Liste löschen. Und dann kann man sagen, neue Verträge. Da wird alles einmal wieder durchsortiert, aber es ist nichts Neues, Spannendes hinzugekommen. Ne? Ah, nix. Ja, Fermenter ist gar nichts. Also der braucht bald mal ein bisschen Siliermittel. Da habe ich jetzt auch nicht geguckt, ne? Müsste eigentlich das Labor hat bestimmt auch schon, war auch schon mal 17.000 Siliermittel wieder am Start. Gar nicht mal so schlecht, ne? Irgendwie 5.000 in den Fermenter schmeißen und 12.000 oder so verkaufen. Ja, Luzernau hier haben wir gar nicht. Update? Welches Update? Gibt immer ständig von irgendwas Updates. Also ich meine, gut, Bretter, OSB und Spanplatte können wir verkaufen fahren. Das ist ja schon, lohnt nochmal, glaube ich, dass wir noch einen kleinen Abschlussverkauf machen heute. Hol doch auch, wie gehabt, Papier und Karton gerne ab. Bei der Contract ist zwischendurch, nee. Ich, wie gesagt, ich habe vor dem Stream gar nicht geguckt. Hätte ich auch keine Zeit mehr gehabt, ich war ja eh schon zu spät. Dass wenn man erstmal anfängt, Paneele zu verlegen auf dem Dachboden oder die überhaupt erstmal die ersten, ne, in Waage hat und passend hat mit den Klammern und so. Gut, jetzt gucken wir auf die Uhr und ups, war schon 10 vor 12. Mist. Nee. Weiß auch gar nicht, aber da ist irgendwas war da neu, ne? Bei der Contracts. Ist immer, wie gesagt, ist ständig irgendwas Neues. Hm.
Ich weiß, du hast super viel geschickt, danke. Deswegen immer pauschal danke, aber ich schaffe das gar nicht alles aktuell, ja. Hier schnell, da noch, hier noch, da noch. Das ist immer, das sind in 5 Minuten immer vorher. Meistens habe ich das Spiel schon gestartet. Und dann denke ich, naja, jetzt ist eh zu spät. Der Spielstand laden dauert ja auch immer länger mittlerweile. Dann nicht mehr nur zack, Spielstand geladen, sondern selbst mein Rechner braucht natürlich auch ein bisschen Bedenkenminuten, bevor ab der ganze Spielstand geladen ist. Was denn eigentlich unsere... Ach gut. Nix, ne? Das deaktiviert eigentlich gar nichts laufen. Also wir könnten schon... Also der hat auch häufig Strom. Ich habe auch keinen mehr. Also von dem... Wie viel hatten die Hühner noch im Futter? Aber gar nicht so viel. Muss ich noch mal gucken. Na doch, geht. Wenn man ordentlich genau rückwärts ranfahren, dann kann man hier reparieren. Du bist fertig oder hast aufgehört? Mal kurz im Precision Farm Menü gucken. Hat nichts gebracht, ne? Das ist ja auch Sorghum. Sorghum braucht gar nicht viel, ne? Oder? Na genau. Sorghum ist ja nicht so anspruchsvoll, was das angeht. Oh, das ist auch wieder der. Ich muss die mal alle auf Pflegereifen umrüsten. Ist ja nicht so schön, dass die Düngerstreuer irgendwie solche Spuren fahren. Alle am Laufen. So. Entdeckt. Man merkt. 3. Seit 4 Stunden LS. Sind am Ende angekommen. Und die Stimme hat durchgehalten. Ich freue mich. So. Sicher, dass ich Pflegebereifung angemacht habe, ne? Er macht aber nicht Pflegebereifung. Ich tue mir immer schwer, einen vernünftigen Anfang zu schaffen auf der Marsch. Ach, das war ja gar nicht so schlimm eigentlich. Warum? Der hat zwar optische Pflegebereifung, hat aber in Wirklichkeit wohl keine Pflegebereifung. Will mir jetzt hier nicht alles kaputt fahren, also dann muss ich jetzt hier und irgendwas kalkulieren, ne? Dann bin ich auf 35. So, da ist Wachstum schon. Aber das ist doch egal eigentlich, oder? Also hier steht doch nur Pflegebereifung. Also normalerweise sollte Pflegebereifung doch immer Pflegebereifung sein. Oder ist es in LS22 anders? Normalerweise war Pflegebereifung, egal wie viel Wachstumsstufe schon auf dem Feld ist, meiner Meinung nach. Bauer Wolfi, danke dir für den 4. Monat. Danke für den Support. Vielen, vielen herzlichen Dank. Aber auf jeden Fall, hier, ne? Kämpft er jetzt Unkraut und mit Cosplay ist auch kein Problem.
Und wenn das selber schon nicht funktioniert. Der Richter 95, danke dir. Dicken Sub Stufe 3, vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Und einen vierten Monat, vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Mega, mega. So, machen wir eigentlich. Ja, machen wir das doch. Vielleicht beim nächsten Mal, ich weiß es auch nicht. Kaffee Prost! Was der letzte Schluck kalter Kaffee. Und schön. 700.000 am Aktuell. Aber das Siliermittelgeschichte nochmal regeln, weil es ist ja auch so eine Einzelgeschichte, die man sonst immer nicht macht. Wie schon gesagt, ein ganz bisschen was von verkaufen. Und also Hälfte, Hälfte vielleicht, ne? Hälfte verkaufen. Und die Hälfte hier vorne einfach in den Fermenter. So machen wir das. Verdammt. Unser Sorghum hier ist sehr unkrautanfällig. Also kontrolliert eure Bestände, ne? Haben wir noch mehr Unkrautprobleme eigentlich? Ich am besten. Also sehe ich da ja auch gar nicht so gut. Da muss ich ja wirklich am besten auf diese alte Ansicht mal angucken, ne? Also hier wird jetzt. Oh, guck mal, dicke, fette Unkrautstellen, ne? Acht genauso. 22 ist nicht meine, wollte ich sagen. Zum Glück ist es praktisch nur Unkraut. Hier oben ist eine kleine Ecke übrig geblieben, aber sonst alles gut. Nee, sonst ist, das ist ja die beiden Felder eben. 8 und 35. Aber viel Unkraut drauf gewesen, ne? Nicht gut. Also Verkäufe werden wir dann am Donnerstagabend wieder starten, das schaffen wir jetzt nicht und ja, dann gucken wir mal, ne? Ist das nächste Feld in greifbarer Nähe, ja, oder halt der Tischler. Mal gucken. Tischler wäre auch interessant, wegen Honigbienen mal langsam zu schaffen. So auch selber die Holzkisten herstellen können, in weitere Gewächshäuser, dass wir wirklich da in diesem Obst-Gemüsebereich ein bisschen mehr unterwegs sind. Mal gucken. Ist Sonntag auch fahren, mal danke fürs Einschalten. Eigentlich am besten jetzt links rum, aber bevor man jetzt komplett einmal im Kreis fährt, einfach noch ein paar Meter rückwärts fahren und gut. Schön. Ordentlichen Schwung sie dir bitte. Kaffee Post. Ja, wenig Tippspiel heute, ne? Ich habe nur die Gelegenheit für einen. Aber ist es manchmal so. Vielleicht machen wir nachher auch mit dem Juni Part 1 kurz einen Prozess am Donnerstag. Holen den weg, bevor wir jetzt anfangen, kleine Produkte zu verkaufen, dass wir da wirklich nochmal einen dicken Verkauf haben in der zweiten Juni-Hälfte. Würde ich mir besser vorstellen, weil oben die Bedürfnisse, die sind eh alle noch lange hin und wir können bei viel eh nichts mehr machen, weil wir es einfach nicht haben. Wollte ich das eigentlich nicht erst am Hafen, ne, auf Reifeisen, oder? Ja, nur am Hafen. Bahnhof. Nee, gut, ja.
Geht ja nur am Hafen. Geht gar nicht am Bahnhof. Wollen den Vermenderin einfach voll machen. Ja, einen neuen Träger brauche ich aber erst, wenn wir ihn brauchen. Also nach der Ernte wahrscheinlich, weil nach der Ernte heißt, es muss ganz viel gemuldigt werden, es muss viel gepflügt werden, es muss wieder angepflanzt werden. Muss gekalkt werden bestimmt auch. Parallel muss wieder irgendwo noch gemäht werden, eingepresst werden, was auch immer. Also dann werden wir definitiv Träger brauchen. Mit der Anzahl an Feldern, glaube ich, kommen wir mit den aktuellen nicht mehr hin. Aber das ist tatsächlich ein relativ kleines Problem. Wenn so ein guter Träger 300.000 oder so, 350. Da werde ich jetzt noch kein Geld für ausgeben. Und wir haben ja dann schon im Juli, haben wir nachher echt einiges zu tun, wenn ich das richtig sehe. Weil ich glaube, kann mal kurz reingucken. Checken wir nochmal kurz ab. Hier die Wachstumskarte heißt ja, im Juli könnte je nach Saatzeitpunkt Weizen erntereif werden. Unser Gerste wird erntereif. Raps könnte erntereif werden. Hafer haben wir nicht. Dinkel, Tritikale haben wir auch nicht. Lavendel, Weißkohl auch nicht. Und dann, alleine mit den drei Geschichten hier oben: Weizen, Gerste, Raps. Da werden ja hoffentlich dann im besten Falle. Mal kurz gucken, wie viel wir dann schon zum Ernten hätten. Beim nächsten Mal. Also Weizen haben wir 3 Felder. Raps haben wir 4 Felder, sind schon 7. Und 2 Gerste sind 9 erntereife Felder. Ich zähle jetzt nicht zusammen, wie viele Hektar das sind, aber viel. Freue mich drauf. Ich denke, dass wir dann, also wir werden all unsere 3 Mähdrescher alle im Einsatz haben. Wenn, also überlegt, so ein bisschen hätte wieder Bock eigentlich auf gemeinsam. Also das ist ein bisschen anstrengender bei mir, ich weiß. Aber ich hätte wieder Bock auf gemeinsame Ernte mit 2 Dreschern auf einem Feld. Und dann zack, zack. Und der Topliner arbeitet auch irgendwo alleine die ganze Zeit in Ruhe auf einem Feld. Kriegt einen Abfahrer zugewiesen. Läuft immer so nebenbei. Und ja, das wäre eine gute Variante, denke ich. Alle 3 im Einsatz und dann merken wir ja, wie dringend wir neu brauchen, mehr brauchen oder was auch immer. Der Topliner braucht natürlich kleine Anhänger zum Abfahren. Da braucht man nicht mit den Belalu-Trailern ankommen, also die, ne, die Drescher. Raps ist auch kein Problem abzufahren. Ne? Da kommt gar nicht so viel bei rum. LKW, großer Anhänger, vielleicht noch ein Träger, also ne, ein 9er Fendt mit einem großen, schönen Getreideanhänger und fertig. Und nochmal, wir haben aktuell mittlerweile nach über 300, ich sag mal jetzt einfach gerundet, 350 Spielstunden, komme ich auf 12 Millionen Eigenkapital. Da werden wir mal vielleicht beim nächsten Mal so ein bisschen, ihr könnt es auch gerne in den YouTube-Kommentaren schon was reinschreiben, wie viel Eigenkapitalquote habt ihr denn so, sofern ihr den Bankmanagement-Mod nutzt. Könnt ihr das abchecken? Wenn ihr nicht nutzt, natürlich nicht. Dann auch noch gleich auf, ich weiß erstmal verkaufen. Da kommt drauf an, welche Produkte man teilweise durch die Gegend fährt. Bei einigen Paletten. Und also Server, naja, ne? Ein bisschen auf den Server natürlich auch drauf an. Kann man so pauschal auch immer nicht sagen. Oh, Siliermittel, ne? Sieht nach wenig aus, bringt aber auch einen ganz netten Sprung Geld. Der Fermenter ist randvoll und wir haben noch gut und gerne 83.000 durch den Verkauf hier bekommen. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich tendiere echt dazu zu sagen, wenn wir jetzt sonst nichts mehr viel machen im Juni, spulen wir vor bis Mitte Juni, also der zweite Juni-Hälfte mittags. Und dann geht es in den Großverkauf. Dann schaffen wir, machen wir noch einen schönen Schwung. Dann kommen wir in den Juli und dann haben wir wahrscheinlich tatsächlich noch genug Geld,
unsere Flotte auszurüsten, noch ein Feld zu kaufen, vielleicht noch einen Mähdrescher auch zu kaufen oder noch einen Mietkauf mit reinzunehmen. Ist auch durchaus denkbar, dass wir noch einen weiteren Mähdrescher für Mietkauf einfach mit reinnehmen. Da wir mittlerweile, da wir ja keine Kredite tilgen müssen, Zinsen zahlen oder was auch immer, leicht die Mietkosten bis die Leasingkosten praktisch die Fahrzeuge zahlen können. Kann sein, ja, man weiß es nicht. Also wird bestimmt noch irgendwann neuen weiteren Drescher geben. Ich finde auch dieses Pack ganz interessant, was wir eben auch im Matchmap nutzen. Hier diese von 5.3 bis 8.9. Man muss ja nicht immer gleich der 8.9 sein. Warum nicht auch ein etwas kleineres Modell? Großen Schneidwerk kann er trotzdem um. Mal gucken. Matti, danke dir auch noch für den 7. Monat. Vielen herzlichen Dank für den Support. Ja, dann muss man halt mal gucken, wie schnell man zurechtkommt. Wir haben ja dann auch wieder Stroh. Stroh muss dann auch wieder verpresst oder ne, gepresst und gesammelt werden. Dafür brauchen wir Träger. Also unsere Flotte, unser Fuhrpark ist nicht ganz schlecht. Aber ich denke auch schon, also diese Saison, dieses Jahr, also dieses Ingame-Jahr, werden wir definitiv noch mindestens einen Träger kaufen. Und wir gucken, wie gut wir mit unserer Ernte zurechtkommen mit 3 Mähdreschern. Wenn das alles schick läuft, ist ja gut. Wenn nicht, dann kann man da immer noch gucken. Ich überlege gerade für das. Gut, also der würde gerade so gehen für den Topliner. Der würde ja auch gehen für den Topliner. Da hätte ich schon vielleicht Bock, dass wir auch ein bisschen mit Überladewagen selber fahren. Wenn wir nachher auf einem Feld sind mit 2 Mähdreschern, dann Raps ist ja auch ganz entspannt mit Überladewagen. Irgendwo an der Seite steht ein LKW mit, ne, zum Abfahren, zum Befüllen. Da kann man viele schöne Sachen machen, habe ich Bock drauf. Freue mich auf die nächste Ernte. Ist ja, wie schon sagte, mit den Jahreszeitengeschichte, da hat man zwischendurch eine lange Wartezeit, bis wieder Ernte ist. Ne? Und dann freut man sich wieder umso mehr, wenn man wieder dreschen kann, aber auf die Felder. Gut, liebe Leute, das war's aber für den heutigen Nachmittag. Von daher würde ich sagen, wieder vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr reingeschaltet habt, dass ihr supportet habt und auch generell dabei wart. Mit Tipps und Tricks und so weiter und so fort. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, entspannten Nachmittag, schönen Sonntagabend. Für die, die Livestream-mäßig jetzt gerade dabei sind, morgen Abend 4:08 wieder Construction Simulator mit auf jeden Fall Gerd und dem Black Forest. Wieder zu dritt hier im Bauunternehmen unterwegs. Wir müssen die Windmühle weiter bauen. Also, ne, falls ihr es noch nicht gesehen habt, lohnt sich vielleicht auch mal reinzuschalten. Bausimulator, Construction Simulator. Ja, für die Livestream-Zuschauer und auf YouTube natürlich auch laufen. Da alle 2 Tagen läuft dann eine Folge von Construction Simulator immer um 10 Uhr läuft Bausimulator, genau. Jo. Noch bauen wir, glaube ich, die Biogasanlage, aber demnächst, also in den Folgen, aber demnächst kommt dann die Windmühle. Vielen, vielen Dank. Schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal.